willkommen zurück zu Thailand. Jetzt gehen wir zum Umi, zu Sushi Gokka. Wir haben Abendessen mitgebracht, Umi. Gott sei Dank, der ist gerade angekommen. Hallo Freunde, ich wusste nicht, dass ihr auch zum Essen kommt. Nein, wir wollten gerade gehen. Lassen wir die beiden in Ruhe über Streitigkeiten. Du hast alle Meinung. Alle meine Aufträge beenden, aber keine weiteren mehr. Kollege, weiß nicht, ob du dazu
Kristall, bring mir Segen, möge deine Kraft mir Glück bringen und meinem Glück ständig geschehen lassen. Das ist das Kristallherz von Thailand und
Hey Arko, du hast hier einen coolen Geruch, wie zerquetschte Blumen. Aber es ist nett. Das ist der Geruch einer Nymphe. Meine Freundin Lilly kam zu Besuch. Hallo. Ah, hallo. Was ist los, Captain? Ich hab sein Mädchen noch nie gesehen. Ich bin Goliath, Miss Lilly. Entschuldigen Sie, wenn ich störe. Komisch, ist, warum wurde er plötzlich so doof? Auskennt von ihrem Schiff und ihrer Kleidung sind sie ein Piraten. Ja. Ich bin ein kosmischer Gentleman. Ich bin kein Räuber oder sowas. Schade, aber ich wollte immer einen echten Piraten treffen. Den Krieg? Naja, dann bin ich genau ein Pirat. Julia, du bist ein wanderndes Knuddelmuddel. Geh schon weg. Oh, Albtraum. Arko, kann ich aufhören, an Lilly zu denken? Lässt sich nicht mit ihr ein. Meiner Meinung nach mag sie deine Manieren nicht. Ich werde mich ändern. Ich werde ein guter Pirat sein. Ich habe hier ein Juwel. Gib es hier von mir. Bitte. Gut, aber es wäre besser, wenn es nicht gestohlen wurde. Es wurde nicht gestohlen. Thank you.
Das ist Pirat Goliath bat es dir zu geben. Wie nett ist es. Er sieht gröblich aus, aber ich sehe, dass er ein gutes Herz hat. Aber ich kann keine Geschenke annehmen. Nymphen können nur geben, wir sollen unsere eigenen Sachen nicht haben. Goliath wird verstimmt werden. Lass mich nachdenken. Ist es aus Silber? Ich denke so. Dann werde ich es den Tag geben. Silber ist einer seiner Lieblingsgifte. Hör mal, kein Eifel auf. Der Meteorit hat Thanos an einem anderen Teil der Welt. Weg.
Im ganzen Universum gibt es keinen sicheren Ort mehr. Was ist los, Herr Lockhead? Warum bist du so wütend? Ich wurde mitten auf einer Reise im Weltraum angegriffen. Ein Piratenangriff? Nein, es waren keine Piraten. Es war ein düsterer kleiner Kerl in einer Maske. Ich konnte mich nicht verteidigen, war überhaupt nicht vorbereitet. Er stahl ein paar Bücher aus der Bibliothek. Dann verschwand er, bevor ich reagieren konnte. Und die Bücher wertvoll? Es waren Weltraum, Atlanten, Koordinaten, Planetensysteme, langweilige Bücher. Aber ich kann nicht zulassen, dass so etwas noch einmal passiert. Ich mache einen Explosionstrank, damit kann ich das nächste Mal fernhalten. Und du sollst auch einen brauen, als Vorsichtsmaßnahme. Hier ist die Liste der Zutaten. Bringe dir bei, wie man ihn herstellt, wenn man alle Zutaten hat. Mischen wir diese Zutaten. Kabum, sei vorsichtig, schüttle ihn nicht zu sehr, sonst explodiert er. Du hast ein neues Rezept. Explosionstrank. Weiß er nicht, wie er krank ist.
mennä.